Hallo meine Hübschen, ich war die letzten Tage viel shoppen und letzte Woche, also immer wieder. Ich zeige euch einfach, was ich gekauft habe. Ich habe schon Swatches vorbereitet. Da könnt ihr mal sehen, um was es gehen wird. Ich habe einige Lidschatten und Pigmente und auch einen Lippenstift gekauft. Und ja, ich zeige euch jetzt alles. Es ist wirklich viel, aber schöne Sachen dabei. Und zwar einmal von Essence diesen Lidschatten hier. Das ist die Nummer 06 Metropolitan. Und sieht so aus. Ist wirklich ein ganz, ganz schönes Braun. Ihr seht, ich habe wieder mal zu Erdtönen gegriffen, was ich ja so gerne habe. Dann habe ich mir noch einen geholt. Und zwar ist das Derche, das ist anscheinend neu dabei. Das ist die Nummer 46 Taupe of the Pops. Taupe of the Pops, geiler Name. Sieht so aus. Ist auch eine ganz schöne Farbe. Ich habe sie ja geswatcht. Ich zeige es euch mal. Und zwar sind das die zwei in der Mitte hier. Und ich habe euch noch zwei andere geswatcht. Und zwar einmal der hier, das ist die 09 Get Ready. Und der hier, die Nummer 35, wie heißt der, Party All Night. Ja, die zwei sind die, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich wollte euch nur die anderen noch zeigen, weil wegen dem Effekt her. Weil der hier, dieser 35 Party All Night, der hat einen Metallic-Effekt. Und der hier ein Schimmer-Effekt. Und die hier nennen sich, glaube ich, Sparkling-Effekt. Das wollte ich euch zeigen, dass sie total, also unterschiedliche Effekte sozusagen haben. Also die einen sind matter und die anderen mehr glitzeriger oder schimmriger. Das könnt ihr auch immer hier hinten sehen. Bei diesem Party All Night steht das hier hinten dran immer. Steht bei jedem Lidschatten hier hinten dran. Hier Metallic-Effekt. Und bei dem... Der hier sieht nämlich auch so glitzerig aus und man denkt, es ist so ein Schimmerlidschatten, aber ist dann eher so matt, wie ich euch gerade eben gezeigt habe. Da ist der. Und da steht dann dran Sparkling-Effekt. Also hinten stehen immer diese Effekte dran. So eine kleine Info für euch, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, na, werde ich schaffen. Die kosten 1,55 €, das wisst ihr sicherlich schon. Dann geht es weiter, habe ich mir von Catrice einen Lippenstift gekauft. Und zwar ist das der hier, die Nummer 010 Be Natural. Sieht so aus. Ganz schöne Verpackung. Ist natürlich ein Nude-Ton, was ich gern habe. Ich meine, der ist etwas, einen ganz kleinen Ticken heller als der 010 Rodeo Drive von P2. Kann mich aber auch täuschen. Also hat kein Glitzer, kein Schimmer, gar nichts. Ist cremig. Ich habe den, da habe ich den geswatcht. Und ich habe den auch gerade auf den Lippen. Also, ist wirklich ein ganz schöner Lippenstift, kostet 3,99 €. Dann habe ich mir von Catrice diese Photo Finish Foundation gekauft. Ich hatte auch diese Matt irgendwas, keine Ahnung wie die heißt, auf jeden Fall die andere davon. Und die kosten beide 6,49 €. Was ich für einen Fehler gemacht habe ist, also die Matte da, mit der war ich total zufrieden, diese Matt Foundation, bla bla. Die finde ich richtig geil. Ich glaube, ich kaufe sie auch nächstes Mal wieder. Die hatte nicht so hohe Deckkraft, die hatte so mittlere Deckkraft. Und viele haben gemeint, dass die Photo Finish eine stärkere Deckkraft hat. Das weiß ich noch nicht. Also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Mir ist da jetzt nichts außergewöhnlich Großartiges vorgekommen oder aufgefallen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar bei der einen Matte irgendwas hat sich die Nummer 20 Sand Beige. Und habe mich irgendwie beeilt bei Müller und habe gemeint, ah, ich nehme bei der auch die Nummer 20, das wird schon genauso sein. Ist es aber nicht, weil das ist Nummer 20 Rosi oder Rosé Beige und der hat so einen rosa Stich, so einen leichten. Und das ist schade, weil ich habe das ein paar Mal verwendet, mir ist es auch gar nicht aufgefallen, habe es ein paar Mal verwendet, also mir ist der Sticker nicht aufgefallen, ich habe das ein paar Mal verwendet und dann habe ich gemerkt, ich bin irgendwie so ein bisschen rosa stichig, habe gedacht, hä? Habe es nochmal verwendet, dann nochmal und dann habe ich erst den Sticker gesehen und gecheckt, dass das eine total andere Farbe ist als bei der anderen. Ja, dann geht es weiter. Ich habe mir bei Rebecca Flöter ihrem Shop was bestellt. Und zwar diesen Bufferpinsel hier. Diesen Stinktierpinsel. Den finde ich wirklich so super. Also für mich kam kein Sigma 30-Euro-Pinsel oder so in Frage. Also ich finde das... total, also 30 € für einen Pinsel, nee. Aber ich habe auch diese von e.l.f. habe ich einen Foundation-Pinsel, diese paddelförmigen und von Abelin. Die kosten 3 € oder so. Die haben wir nicht, ja, die sind okay, aber
Ja, ich trage sie lieber dann mit den Fingern auf, die Foundation, weil diese Paddelpinsel, die machen immer so Streifen und keine Ahnung, sind nicht so das Wahre. Und dann hat Chrissy Cosmetics, also Chrissy hat, von dem ich jetzt total geschwärmt, dass sie den so toll findet von Rebecca Flütters Shop und dass er so weich ist und super alles auftragen lässt und so weiter. Der kostet 9,95. Ich habe gerade das Probieren mir aus und der ist auch immer ausverkauft und man kann ihn sogar vorreservieren und keine Ahnung. Dann gab es den mal, habe ich gedacht, greife ich zu. So sieht der aus. Wirklich, seht ihr das, diesen Glanz? Nicht so cool. Der ist total weich und ja, der ist wie so diese Essence-Puderpinsel. Der ist wirklich richtig weich, aber der fällt nicht so auseinander. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann da wirklich drauf dätschen. Der fällt nicht auseinander. Und der trägt super, man kann super damit Foundation auftragen, das wird nicht irgendwie streifig. Ich habe den jetzt vor 2 Wochen bestellt gehabt und ich tupfe das dann immer erst so drauf und dann verteile ich das richtig. Also ich finde den richtig geil, kann ich wirklich weiterempfehlen. Kostet wie gesagt 9,95. Ich habe auch noch die Rechnung. Habe ich mir auch selber gekauft, also ich habe es nicht irgendwie geschenkt bekommen oder so. Dann habe ich mir noch was bei ihr bestellt und zwar diesen Gel-Eyeliner. Diese hier. Und ich habe also diesen braunen wollte ich unbedingt haben. Das ist die Farbe Trüffelbraun. Ja, so ein schokoladiges Braun halt. Finde ich richtig toll. Der kostet, ich würde schon sagen, das ist die Nummer. Der kostet 7,95 €. Ich habe den auf meinem Fensterbrett stehen gelassen. Da ist Sonne drauf geschienen und hier ist so ein Schutz. Folie und das ist irgendwie so, ja, drauf gebappt, jetzt ist da der Kleber, aber ja, macht ja nichts. Der ist wirklich gut. Also ich finde den super für Smoky Eyes. Also ihr seht, ich habe den schon ein paar Mal verwendet. Und für Smoky Eyes kann man den richtig geil verwenden, auch als Base. Wirklich toll. Weil der von Essence, ich meine, der ist gar nicht so richtig braun, der ist eher grau und keine Ahnung, da habe ich gedacht, nehme ich den. Ich habe für Versand 2,28 € gezahlt. Genau, 2,28 €. Wie cool. Ich dachte erst, ja, Versandkosten 3,95 € wie bei anderen Online-Shops und keine Ahnung. Aber man konnte dort irgendwie dann wählen beim Bestellvorgang. Und dann habe ich also den für diesen hier genommen. Diesen unversichert ist das aber. Kommt dann so ein Briefumschlag an. Ja, aber wenn ich etwas Teures bestelle, dann mache ich schon versichert, aber bei so Kleinigkeiten unversichert ist okay. Die meisten Sachen kommen eigentlich immer an. Ja, dann geht's weiter, habe ich mir noch was online bestellt und zwar fallt nicht um, keine Sorge. Ich habe mir 3 MAC-Pigmente bestellt. Wie ihr sehen könnt, also keine Sorge, ich wechsle nicht auf MAC um oder so. Ich zahle auch keine 23 € für so ein Pigment, für so ein kleines Teil. Das sind jetzt nur so Abfüllungen. Also nur ein kleiner Teil von dem originalen Pigment. Und zwar habe ich einmal diese Chocolate Brown hier. Das sind nur so kleine Abfüllungen. Ich sage euch noch gleich was dazu. Und dann diesen Blue Brown. Und diesen Bell Button Blue. Die 3 habe ich mir bestellt. Ich habe die online bei eBay bestellt, da kann man sich diese Abfüllungen bestellen. Also es ist nur ein kleiner Teil von dem originalen großen Pigment. Da sind 0,3 Gramm oder sowas drin, also wirklich wenig. Hört sich auch sehr wenig an, sieht auch wenig aus, aber ich habe die schon ein paar Mal verwendet. Also ich zeige es euch mal. Es ist wirklich wenig drin. Die kann man aber so oft verwenden, weil man auch nicht viel davon braucht. Also von daher. Die kosten 2,99 €, meine ich, kostet eins oder 2,50 €. Also ich finde es total okay. Also wenn man sowas mal probieren möchte, anstatt auf 23 € oder so zu zahlen. Oder bei mir auch in der Nähe gibt es kein MAC, dass ich irgendwie schauen könnte, wie die überhaupt aussehen, wie die pigmentiert sind und so. Und da ist sowas wirklich gut zum Ausprobieren. Ich zeige euch mal. Ich habe sie euch hier geswatcht, die 3. Und na, wird scharf. So, das ist dieser Blue Brown. Den finde ich wirklich richtig, richtig geil. Wieso stellt meine Kamera nicht scharf? Jetzt. Das ist dieser Blue Brown. Der hat so einen richtig, richtig geilen Effekt, finde ich. Wirklich sehr, sehr schön. Und das sind die anderen 2.
Also wirklich toll. Ich tue euch noch den Blog verlinken, wo ich die Swatches angeschaut habe. Da gibt es so einen Blog, da sind alle Swatches von den ganzen Pigmenten. Könnt ihr wirklich alle mal schauen, da sind 60 Stück oder so. Da habe ich rumgeschaut, da sieht man das bestimmt viel besser als bei meiner Kamera jetzt. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht so der größte MAC-Fan und sehe es nicht an, 23 Euro für ein Pigment oder so zu zahlen. Also ich denke mal, wenn ich jemand was kaufen würde, dann diesen Blue Brown, den finde ich wirklich richtig, richtig geil. Den hatte ich im letzten Video mit dem Gel-Eyeliner von Rebecca Flöter drauf. Und das ist wirklich richtig schön. Und ich glaube, so zu Weihnachten oder so würde ich mir mal sowas wünschen oder zum Geburtstag oder so. Aber so selber kaufen finde ich schon ein bisschen teuer. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja was für euch dabei oder es hat euch einfach Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!